Hey Leute, was geht? Euer Wizard am Start. Ich bin immer noch im Krankenstand, habe einen schönen Gips, aber heute mache ich ein kleines Video für die Brigitte oder der. Der Name ist ein bisschen faszinierend geschrieben, nennen wir es mal. Auf jeden Fall, es geht um das Thema. Die Frage war, kurz nachdenken, was soll man tun? Wie sollen sich die Angehörigen verhalten, wenn bei einem Patienten, gehen jetzt einmal über 10, die keine Krankheitseinsicht besteht und Drogen im Spiel sind? Das ist eine schwere Frage, ehrlich gesagt. Ich kann euch ein Beispiel an meiner Hand erzählen. Wie ich in meinem letzten Schub war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich nur nach Mauer, das ist eine Psychiatrie, ins Krankenhaus fahre, wenn mich die Polizei mit Blaulicht holt. Habe ich immer wieder gesagt. Und das war mir voll ernst, weil ich so drin war in der Psychose, Entschuldigung. Und jo. Aber dann haben sie es gescheit gemacht, sie haben meine besten Freunde zusammengetrommelt, mit denen geredet. Und die haben mich dann halt zu einem See gebracht. Da haben wir ein bisschen chillt, haben eine Stammschlacht gemacht und so weiter, aber das spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall haben mich die dann zu einem Arzt zur Untersuchung geführt. Und das war halt dann bei meinem Fall in Mauer. Und ich habe mich sogar gefreut, wie ich in der Psychiatrie war, weil ich wollte zu allen beweisen, dass ich nicht krank bin, nicht verrückt. Ich hätte gedacht, ich bin Gott oder so. Und dann war ich halt im Krankenhaus, ja. Aber das Problem im Krankenhaus war, die Patienten dort haben mich noch mehr in meiner Psychose bestärkt. Das ist ja, man wird zwar auf Medikamente eingestellt, kriegt Beruhigungsmittel und alles, aber in meinem Fall, was sogar teilweise ein bisschen schlecht, ich habe mich komplett daneben verhalten im Mauer. Ich hätte gedacht, dass das wie in einem Escape Room ist und da ich irgendwie ausbrechen muss und THC, das kommt alles noch in das Schizostorium, aber so weit sind wir noch nicht. Auf jeden Fall, ja, man muss einmal auf Medikamente eingestellt werden. Das heißt, Psychiatrie ist halt auch schwierig, weil die Patienten, die haben auch Probleme. Und die können dich in deinen Glauben bestärken. Natürlich ist es gut, dass man eingestellt wird und ist in einer sicheren Umgebung. Das hat auf jeden Fall einen Vorteil. Aber mir hat es ehrlich gesagt nicht so geholfen. Also, ja, aber wenn es wirklich nicht geht und eine Drogenabhängigkeit besteht, dann würde ich ernsthaft überlegen, wenn man die Freunde von dieser Person kennt, von den Schizophrenen, dass man die überredet, dass sie einem helfen und dass sie einem gut zureden. Man sollte auch nicht mitspielen mit der Schizophrenie und das bestärken, das ist schlecht. Weil Schizophrene sind meistens da oben, vom Stand her, also Hochgefühle und so, kann auch runter sein und irgendwelche Angstgefühle und so sein. Aber bei mir waren es halt in den Schüben meistens, war ich da oben. Und man kommt immer weiter rauf, wenn man Drogen nimmt. Aber das Geheimnis, also ist kein Geheimnis, aber wenn man Drogen nimmt, ist man von der Psyche höher. Man glaubt, dass sowas passiert, die Halluzinationen sind da, wenn man Drogen nimmt, echte Halluzinationen, kennt man keinen Unterschied zur Realität. Und dann ist natürlich das Problem, das Glauben, es geht nach oben oder dass Gott sind oder sonst irgendwas. Aber in echt geht es nur bergab. Schizophrenen, die Drogen nehmen, das ist keine Zukunft. Das verstärkt nur die Schizophrenie immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es geht immer weiter rauf. Und in echt geht es bergab mit Drogen. Und jo, also Brigitte, es ist schwierig, am besten zeigst du in das Video, ich bin selber schizophren, eine kleine Nachricht an dich, ich kenne dich zwar nicht, aber das sind alles Einbildungen, das ist alles in deinem Kopf und Schizophrenie ist was, wo man nicht spaßen kann. Ich habe am Anfang auch keine Krankheitseinsicht gehabt, aber jetzt bin ich schon 4 Jahre schizophren und komplett drogenfrei, außer Nikotin und Alkohol und das ist nicht wirklich psychoaktiv. Das kann man ruhig machen, aber Drogen, psychoaktive Drogen ganz besonders, sind, da geht es nur bergab, wenn man schon eine Schizophrenie hat. Da kann es nicht bergauf gehen, auch wenn man es jetzt einbildet. Aber in echt geht es immer bergab. Auf jeden Fall, Drogen sind ein Spiel mit dem Feuer. Nein, ernst bleiben, das ist ein wichtiges Video. Auf jeden Fall,
Ja, im Notfall wirklich mit der Polizei in einer Psychiatrie einstellen lassen. Am besten, vielleicht hilft das Video, vielleicht denkt er sich dann, jo, der hat das auch durchgemacht. Schaut dann meine Schizos, die Oldtimes an, die werden noch viel verrückter, weil echt viel Scheiße passiert ist. Manche davon hat mir gefallen und manche halt weniger. Es ist ein Auf und Ab bei einer Schizophrenie. Da kommt übrigens ein interessantes Video am Montag über Auf und Ab. Thema über das Auf und Ab. Thema des Lebens. Auf jeden Fall, ich habe, ja, wie schon gesagt, entweder über gute Freunde mal abchecken lassen, aber wenn man wirklich keine Krankheit einsieht, dann man muss auch selber ein bisschen drauf kommen, dass das eine Einbildung ist und das. Ich habe den letzten Schub zum Beispiel braucht, dass ich ganz draußen bin aus der Schizophrenie. Ein paar schizophrene Gedanken und alles, ich bin ja noch schizophren, ist hängen geblieben, aber das ist nicht so schlimm. Ich kann gut damit umgehen und falls du das Video siehst, weißt du nicht, wie der ist, aber jo, nimm keine Drogen, das bringt dir nichts. Du gehst einfach nur bergab mit Drogen, ganz besonders wenn du psychisch krank bist. Jo, ich hoffe, ich habe dir ein bisschen helfen können, Brigitte, aber es ist halt ein extrem schwieriges Thema, was man als Angehöriger auf jeden Fall die Schizophrenie nicht bestärken. Und gut zureden. Vielleicht so welche Videos zeigen von anderen Schizophrenen, die dasselbe durchgemacht haben, wie ich zum Beispiel, und sich von denen, wie mich zum Beispiel, inspirieren lassen, dass man gesund wird und aus der Krankheit rauskommt. Jo, ich hoffe, ich habe dir helfen können. Auch ganz besonders hoffe ich, dass ich dir helfen habe können mit deiner Krankheit. Schau meine Videos an. Ist jetzt nicht so Werbung für mich, aber dann siehst du, dass das wirklich nur im Kopf passiert und es ist keine übersinnliche Gabe. Ich meine, da mache ich mal ein anderes Thema drüber, aber es kann einem helfen, die Schizophrenie. Mir hat es in vielen Lebenssituationen sogar geholfen, wenn man damit umgehen kann mit der Schizophrenie. Also gut, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe dir, euch, Brigitte und wie der zu dir steht halt, der Patient nenne ich ihn einmal, ich bin ja auch ein Patient, wir sind psychisch krank, gehen wir es einfach zu. Auf jeden Fall, ich schweife ein bisschen ab, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Also. Naja, ich hoffe, ich habe dir helfen können und peace out, alles Gute.